also auf 100 Ahnen, auf 100 Österreicher Ahnen. Wenn wir den Ahnen nicht erschleppen, dann hören wir auf. Also es ist keine Frage, ob wir uns das leisten können. Wir haben es uns zu leisten. Als Österreich 2015, 2016, als humanes, humanistisches Land mitten in Europa. Wer will, der kann. Okay. Warum wehren sich dann beispielsweise Ungarn, Polen, Tschechien, die Slowakei so vehement dagegen, ihren Beitrag zu leisten? Sind die jetzt alle irgendwie unsolidarisch oder wie sehen Sie das eigentlich? Weil wenn man schaut, es gibt 160.000 Flüchtlinge in Europa und davon sind gerade einmal, habe ich geschaut, der Statistik 850 umverteilt worden auf die Länder. Also das Kontingent, das verteilt, genau, haben sie sich da genau, haben sie sich geeinigt, die EU-Staaten, davon haben sie einmal 800 verteilt. Naja, das ist ein bisschen differenzierter. Die Ungarn haben eine Menge Asylbewerber. Die Polen haben auch eine Menge, die kommen nur von woanders. Muss man sehen. Die Polen sind Nachbarn von der Ukraine und in der Ukraine ist ein Krieg. Die haben auch eine gewisse Sorge, dass da auch dasselbe gibt für die Slowakei. Dass da natürlich noch mehr nachkommt und der Herr sagt, ja, also wir wollen das nicht, aber insgesamt ist es natürlich ein Kapitel. Jene Länder, die von Europa sehr große Unterstützung kriegen, weil es in einem anderen politischen System waren, für die einzelnen Bürger nichts oder sehr wenig in aller Regel kennen, sondern das war halt die Politik. Dass die also sich jetzt alle sperren und so wie der Herr Orban in Brüssel auftritt, ich weiß nicht, ob sie gestern wieder im Fernsehen oder vorgestern im Fernsehen gesehen haben, wie die Arbeit umgeht, da wird der Herr schlecht. Aber das ist der Nachteil einer Demokratie. Das ist ein Nachteil. In einer Diktatur schaut die Geschichte anders aus. Aber bei allen Schwächen ist die Demokratie mit Abstand die beste Form des Zusammenlebens. Auch wenn da manchmal das Messerl im Sack abgeht. Das ist so. Wenn wir ein bisschen Geduld haben, nochmal reden, nochmal warten, nochmal schauen und. Und ansonsten musst du eh drüber steigen und sagen, wir machen ohne dich. Du wirst schon vielleicht irgendwann einmal was brauchen, lassen wir dich auch hängen. Aber Sie sehen ja, es geht ja nach dem Regelwerk der EU nicht einmal, dass du sagst, die kürzen die alle Mittel. Das wäre ja eigentlich die einzige Hebel, den man anwenden könnte. Ja, das ist ein vordergründiger Hebel, aber naja.